Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Indexausblick. Den Disclaimer finden Sie auf HTTPS Daytrader Website. Das Traden, wie es hier gezeigt wird, mit CFD ist sehr mit großen Risiken verbunden. Schauen Sie da die Risiken an. Und was haben wir heute? Ganz erstaunlich. Der DAX ist gestern Nachmittag massiv gestiegen. Da gab es zuerst noch einen Fehlausbruch. Runter, zickzack und jetzt massiv nach oben. Jetzt muss ich da mal schauen. Wahrscheinlich wieder ein neues Allzeithoch. Und dieses Allzeithoch wird jetzt eigentlich wieder abgearbeitet. Wir kommen hier runter und ja, wir sehen da, dass wir da noch verschiedene Widerstände, dass sich da Widerstände zeigen. Zum Beispiel diese Linie. Könnte gut sein, dass es nur bis hier runter fällt. Schauen wir da mal die Gaps an. Da, der war bei der 3,30, Kassa, der endete bei 7,90 und da 7,98, wir sind leicht drunter. Das kann also gut sein, dass es noch vor 8 Uhr nochmals nach oben geht und das Gap, das ist zwar ein kleines Gap, schließt. Dann schauen wir da rasch den Tag an. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr vollgekritzelt. Ja, das sieht nach Allzeithoch aus. Gestern 15,816. Also es ist unglaublich, aber eben eigentlich kein Wunder. Weil wenn wir da den DXY anschauen, der ist ja, zwar da wieder ein bisschen gesunken. Wenn der sinkt, dann steigen die Aktien. Jetzt sieht es zwar da wieder so aus, als ob dieser steige. Schauen wir da in 15 Minuten. Ja, der ist eher wieder am Steigen. Das würde auch heißen, dass da, dass es eher runter geht. Aber eben, der Schluss gestern um 17 Uhr war beim DAX da bei 97. Es könnte auch gut sein, dass da nochmals das Gap geschlossen wird. Nachher würden wir wahrscheinlich den Kurs irgendwo hier unten sehen, denke ich. Hier unten oder hier unten. Und hier ist immer noch das Riesengap, das aber schon lang geschlossen ist, aber das kann immer noch Nachwirkungen haben. Also wenn er da drunter fällt, dass es da dann ein bisschen rasanter geht, wie das ja letztlich auch mal der Fall war. Also da drunter und nochmals dran und noch drunter mit einem ABC. Schauen wir die anderen Indizes an. US30. Das sieht da auch nach Allzeithoch aus. Schauen wir noch schnell im Tag. Ja, da gab es noch ein klitzekleines höheres Hoch. Das wurde da praktisch wieder erreicht. Und da im D, also nur, das sind also nur die Kassakurse, DJI, sehen wir fast wieder auf Allzeithoch. Da könnten wir vielleicht auch noch damit rechnen, dass wir auf Allzeithoch kommen. Dann weiter. US 500. Da im Tageschart auch
Allzeithoch. Das hat es, soviel ich weiß, noch nie gegeben. Also im Juli, in der größten Ferienzeit, solche Peaks, Allzeithoch. Und das hat nichts, das ist einfach nur die Gelddruckerei. Dann nochmal das Gleiche, nochmals das Gleiche. UK100, der im Tag da auch wieder angestiegen, aber kein Allzeithoch. 15 Minuten. Geradeaus. Dann Nasdaq. Schauen wir da im Tag. Ja, da auch wieder ganz knapp ein Allzeithoch. Ist wirklich verrückt. Da ein Gap. Das wurde zwar da geschlossen und es ging rauf. Also es ist immer wichtig, die Gaps. Wenn es ein Down Gap gibt oder ein Up Gap, dann wird das meistens noch zuerst geschlossen, erst dann geht es weiter. Und also außer am 1. des Monats, das muss man sich auch merken, am 1. des Monats sieht das anders aus. SMI klettert, da im Tageschart schauen. Ja, auch der SMI fast Allzeithoch. Da Hang Seng, das ist der Hongkong-Index, nicht so euphorisch, aber ist auch gestiegen. China-Index, auch sehr verhalten. Dann wieder der DXY, sehr wichtig. Gelddruckindikator, wenn der steigt, dann sinken die Kurse. Und der scheint momentan dran sein zu steigen. Also irgendwie macht er da eine F-Flagge. Das könnte global heißen für heute. Dass die Aktienkurse wieder fallen werden, wenn der steigt. Und ja, US 10 Years. Da im Tag sinkend würde heißen keine Inflationspanik. Das würde einfach eher für stabile Märkte sprechen. Euro-USD 1,857 auch gesunken. Würde heißen eher sinkende Kurse. Also das ist aber ein bisschen schwierig mit der Korrelation. Also früher war das immer umgekehrt korreliert, dass die Aktien bei sinkendem Euro gestiegen sind. Das ist jetzt aber momentan nicht so. Daimler als Zykler, ja, scheint wieder zu steigen. Bitcoin einfach stabil über 30, unter 34. Ethereum auch. Gold steigt, Gold. Das würde eher dafür sprechen, dass Inflationsangst wieder aufkommt. Silber auch wieder am Steigen. Dann noch US-Yen 110, also steigt nicht mehr so stark. Würde heißen, die Risikobereitschaft sinkt. Es würde eigentlich eher heißen, dass die Indizes sinken. Was heißt jetzt das für den DAX? Ich würde sagen, der DAX nach dem Allzeithoch wird eher wieder ein bisschen konsolidieren am Morgen und dann am Nachmittag eher dann wieder zulegen. Entschuldigung, die Tastatur auf den Hund gefallen. Entschuldigung, Bubi. Ja, das wär's mal für heute Morgen.
schauen wir, was passiert. Ich werde dann wieder live senden, ein bisschen später, so gegen kurz vor 9, vor der Eröffnung. Dann bis später bei Swiss Trader.